Hi, mein Name ist Peter Frahm und hier ist eine neue Frage von einem meiner Zuschauer. Und zwar, hallo Herr Frahm, mich würde mal interessieren, wie Sie mit Hatern oder mit Hate Mail umgehen. Ganz einfach, ich mache Videos draus. Also im Prinzip gehe ich da gar nicht groß mit um, sondern ich nehme das einfach stillschweigend und meistens ein bisschen kopfschüttelnd und lachend zur Kenntnis. Aber aufgrund ihrer Mail habe ich gedacht, komm, warum nicht mal ein Video draus machen? Und hier sind deshalb die Top 10 Hate-Mails von 2016. Und los geht's mit der fantastischen Nummer 10, nämlich: Fram, du bist doch ein Schwuler. Prügel ihn, Zentonio, für diese Unverschämtheit. Au! Deine Videos sind Abfall, genau wie du selbst. Geh sterben, ist besser für dich. Ja? Dankeschön. Nummer 9. Allein die Tatsache, dass du dich Personal Power Coach oder Erleuchtet nennst, da könnte ich 1000 Eimer vollkotzen. Mach mir mal einen guten Preis für eine Stunde Coaching bei dir und ich mach dir dann denselben Preis für eine Coachingstunde bei mir. Ja, dann sieht man, wer hier was kann und ist. Ja, klingt verlockend. Nummer 8. Du hässlicher Vogel, meinst auch du wärst es. Ich bumse garantiert mehr Frauen als du. Schlechteste Video, was ich jemals gesehen habe. Ja, von allen Videos auf YouTube ist das das Schlechteste. Ja, natürlich. Okay, Nummer 7 ist auch ein Knaller und zwar, wie immer bei dem Thema, alle Fakten komplett falsch. Und da weiß ich persönlich immer schon, okay, jetzt geht's ums Thema Islam, denn egal was du am Islam kritisierst, es ist nie richtig. Es ist immer alles falsch. Du hast immer zu wenig Fakten und es ist einfach alles falsch. No, no. No? No, sir. No. No? Boy, I've got bad information. Yes, you have. I think so. No, 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 no. No, 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 no. 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 I'm wrong about everything. Also, wie immer bei dem Thema, alle Fakten komplett falsch. Herr Frahm, ja, mit PH, Herr Frahm, auch Sie werden noch sehen, was Sie davon haben. Am Ende wird abgerechnet und da muss sich auch ein Peter Frahm beugen und vor aller verantworten. Ich rate Ihnen, nehmen Sie den Islam an, bevor es zu spät ist oder Sie werden in der Hölle schmoren. Es ist Ihre Entscheidung. Ganz genau, es ist meine Entscheidung und ich sage: Bullshit. Big time, Major League Bullshit. Ja, das liebe ich ja ganz besonders, irgendwelche Höllendrohungen. Und ich habe es gerade auch noch mal kurz nachgelesen im Koran. Und zwar steht drin, wer anderen mit der Hölle droht, kommt selbst in die Hölle. Der einzige Haken daran ist, es steht gar nicht drin. Aber meines Erachtens sollte das drin stehen. Denn dann müsste ich mir nicht so einen Kinderkäse hier durchlesen. So, Nummer 6, auch ein Klassiker. Sexistisches Arschloch. Kann es sein, dass Weibsvolk anwesend ist? Ja, gleichfalls. Nummer 5, der Peter Frahm mit seiner Matrix. Steckt selbst drin, aber suggeriert einen, da rauszukommen. Verdenke mir das nicht, Buddy. Aber gönn dir einen fetten Urlaub und bleib von Europa fern oder leben in Thailand als Mönch, wenn du nichts mit dieser westlichen Welt zu tun haben willst. Na gut, wenn man sich immer wieder vorkommt wie Neo in der Matrix und den gerne spielt, was soll man da erwarten? Grow up, Buddy. Mach dir eine Freundin und fahre mit ihr irgendwo hin. Tut dir gut, 2 Jahre wegzubleiben von Matrix. Guter Rat von einem Mann und jetzt kommt das große Finale. I am done. Ja, Klassiker, lese ich immer wieder gerne. So, Nummer 4, so ein Lappen, so eine Scheiße habe ich noch nie gehört. Ja, 3 Ausrufezeichen, was will der immer mit Matrix, dem ist das viele Gel wohl in die Gehirnwindung gelaufen, peace. Dann die Nummer 3, bloody moron, von wegen auf Aussehen, achten aber selbst Aussehen wie der letzte Schleimbeutel. Oberflächliches, sexistisches und dummes Video, als ob alle Frauen gleich wären und alle Männer, was ja auch meine absolute Kernbotschaft ist. Und ich habe ihm echt eine Chance gegeben, sonst wäre ich nicht bei Video 3 gelandet. Fazit, Kotz. Ja, danke. So, und jetzt kommt die Apfelsaftmafia, die Jungs, die am Ende noch mit dem Mofa zur Grundschule fahren konnten, und zwar richtiger Hurensohn. Prügel ihn, Zentonio, für diese Unverschämtheit. Au! Fuck you, du kleine Arschgeige. Ja, schönen Gruß übrigens von meiner Mutter zurück, ich habe sie an Heiligabend gesagt und die war total begeistert, das könnt ihr euch ja vorstellen. So, und jetzt kommt das große Finale, das Grande Finale, die Nummer 1, ja, der beste Kommentar des Jahres, lyrisch, auch ein echter Kracher, und zwar: HDF, du Hurenhund, halt deine verkackte Fresse, Adi. Bester Mann, du Hure, ich fick deine Tochter, du Abschaum. Ja, ich denke, damit ist alles gesagt. Gute Wortwahl, aus dem wird was. Ja, das war's leider schon, die Top 10 Hatemails von 2016. Es gab sicherlich noch mehr, aber das waren jetzt mal so 10 Knaller, die ich auf die Schnelle mal zusammengesucht habe. Ich bin sicher, in 2017 wird es auch noch weitere Hatemails geben, also freut euch drauf. Ja? Denn es werden ja noch weitere Videos kommen. Und auch zum Thema Religion werden noch weitere Videos kommen. Denn das Thema Religion, habt ihr ja gesehen, ist immer gut für Hate-Mails und für saudämliche Kommentare. Und von daher wird es daran in 2017 wahrscheinlich auch nicht fehlen. Also keine Angst, ihr verpasst nichts. Also, das war's von mir für 2016. Wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Und bis dahin natürlich, Buddies, growed up, macht euch eine Freundin und allem dann.
dirt-eating piece of slime, you scum-sucking pig, you son of a motherless goat.